Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde darauf angesprochen, ich sollte doch mal was machen für die Leute, die ihren ersten BMW sich gekauft haben. Was gibt es da alles zu beachten? Was gibt es für Besonderheiten? Und ein paar BMW-Novizen sind da über die seltsamen Dinge dann schon gestolpert. Und ich würde einfach meinen Erfahrungsschatz hier mal kundtun, was ich alles so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis mitbekomme, was man teilweise nicht weiß. Vorab für die ganzen Schlaumeier, es steht natürlich alles im Handbuch, nur meine Erfahrung ist, die Leute lesen die Handbücher nicht. Von daher einfach hier heute das Video, ein paar Dinge, die bei BMW besonders sind, ein paar Funktionen, die ihr eventuell noch nicht kennt. Und da würde es mich auch brennend interessieren, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwas tatsächlich noch nicht wusstet und vor allem, wenn ich irgendwas vergessen habe, wo ihr denkt, hey, das ist so typisch BMW, das gibt es woanders nicht und das ist echt strange gelöst, würde mich echt brennend interessieren, wenn ihr das kommentiert. Fangen wir mit einer Sache an, die keine BMW-Besonderheit ist, aber die trotzdem irgendwie viele Leute nicht wissen. Und zwar könnt ihr über die Fernbedienung nicht nur das Auto aufschließen, sondern wenn ihr den Knopf fürs Aufschließen drücken und gedrückt haltet, dann fahren magisch eure Fenster runter. Und genauso geht es auch wieder andersrum. Ihr drückt den Knopf und lasst ihn gedrückt zum Abschließen und eure Fenster fahren magisch wieder hoch. Noch eine Sache zum Schlüssel, was auch viele nicht wissen, erlebe ich ganz besonders auf Fähren sehr gerne. Man schließt das Auto einfach ab, wie man es kennt auf der Fähre und geht dann irgendwo anders hin und sobald die Fähre losfährt, denkt das Auto, es würde gestohlen, weil es ja hin und her gewackelt wird. Dementsprechend einfacher Trick, ihr drückt den Knopf zum Abschließen und drückt ihn direkt nochmal und dann ist die Alarmanlage nicht scharf geschaltet. Also total simpler Trick, wissen irgendwie auch die wenigsten. Wo wir gerade beim Schlüssel sind, hier gibt es auch noch eine versteckte Sache drin. Und zwar, falls die Batterie mal komplett leer ist, kann man einfach über den mechanischen Schlüssel, der hier eingebaut ist, und das wissen auch die wenigsten, hier ist ja so ein kleiner Knopf, wenn man da drauf drückt, bekommt man hier einen mechanischen Schlüssel raus, über den kann man das Auto aufschließen und kann dann einfach ins Auto gelangen und kann dann vorne ein Ladegerät anschließen, eine andere Batterie anschließen, überbrücken oder was auch immer, damit das Auto wieder Strom hat. Eine Sache, die man gerne vergisst, wenn man von Sommer auf Winterräder oder von Winter auf Sommerräder umgebaut hat, ist im Bordcomputer unter mein Fahrzeug die Reifen oder die Räder besser gesagt wieder neu zu kalibrieren. Und das versteckt sich unter Reifeneinstellungen und dann kann man sagen Reset durchführen und beim nächsten Start wird dann der Reset durchgeführt. Wenn man das nicht macht, schlägt das Auto ungefähr nach einem oder zwei Kilometern Alarm und sagt dann halt, hey, hallo, irgendwie, glaube ich, hast du die Räder gewechselt und ich komme jetzt damit nicht klar. Also der Tipp, wenn ihr Räder gewechselt habt, einfach hier über den Bordcomputer zurücksetzen. Zum Messen des Ölstands, der versteckt sich unter mein Fahrzeug, Fahrzeugstatus. Und da gibt es dann auf der linken Seite ganz viele Sachen zur Auswahl, unter anderem Motorölstand. Der zeigt einem das schon direkt an. Ich kann aber jetzt auch sagen, starte die Messung. Es dauert jetzt einen Augenblick. Währenddessen geht die Drehzahl auch ein bisschen hoch. Es hat jetzt ungefähr eine Minute gedauert und ihr seht jetzt rechts den Ölstand, der ist jetzt also genau unter Max, so wie man es eigentlich haben will. Ölpeilstab gibt es halt nicht. Dann noch eine Sache, wo glaube ich auch viele dran verzweifeln, weil die denken, die wären zu blöd dazu, sind sie aber nicht. Und zwar kann man, klar, hier die Temperatur einstellen, genauso hier rechts, ist ja Fahrer-Beifahrer getrennt. Nur ihr seht, wenn ich jetzt hier was einstelle, wird es auf der anderen Seite nicht aktualisiert und man sucht jetzt verzweifelt den Sync-Knopf und es gibt keinen. Also einfach nur als Hinweis, ist ein Bug in diesem Auto. Es gibt keine Möglichkeit, einen Sync zwischen beiden Klimakreisen zu machen, also linke und rechte Seite. Man muss also tatsächlich jeweils die Temperatur einstellen. Weiter geht's unter der Haube. Es steht zwar groß drauf, trotzdem stolpern darüber anscheinend auch viele. Man muss an diesem Hebel einfach zweimal ziehen und dann geht die Haube auf. Und unter der Haube versteckt sich auch direkt ein Geheimnis. Und zwar, wenn man den Wagen überbrücken will, ist hier oben der Pluspol. Der versteckt sich unter dieser kleinen Klappe. Und der Minuspol ist hier unten. Das heißt, wenn man das Auto überbrücken will, einfach darüber machen, nicht direkt an der Batterie anschließen, sondern über den Pluspol und über den Minuspol hier unten. Ja, nächste Sache, die viele nicht wissen, die Batterie bei dem Auto versteckt sich übrigens hier unten. Also man hat hier den Pluspol, da den Minuspol. Wie gesagt, wenn man den Wagen überbrückt, macht man es über den Motorraum. Für die Leute, die die Komfortfunktion haben oder die ein Auto kaufen, die diese Komfortfunktion hat und die es bisher nicht wussten, ihr seht jetzt den Knopf, das Auto ist offen und man kann das Auto abschließen, indem man jetzt einfach hier dran fasst. Dann eine Sache, die ich nicht vormache, weil während der Fahrt filmen ist mir zu gefährlich, aber ich kann sie, denke ich, gut erklären. Man hat ja hier links die Schaltwippe zum Herunterschalten und rechts die zum Hochschalten, wenn man im manuellen Modus unterwegs ist. Und der Trick ist, wenn man egal in welchem Modus unterwegs ist, wenn man die Runterschaltwippe zieht und gezogen lässt, dann schaltet die Automatik automatisch in den niedrigstmöglichen Gang. Das heißt also, wenn man maximal runterschalten will für maximale Beschleunigung, einfach die Wippe ziehen und gezogen halten. Also man muss da nicht durchflippern, mehrmals drücken, sondern wirklich einmal ziehen und gezogen halten und dann haut der automatisch den niedrigstmöglichen Gang rein. Weiter geht's mit den Schnellwahltasten hier.
Und zwar glaube ich, die meisten, die BMW noch nicht kennen, die denken, das wären Stationstasten für Radiosender. Die kann man sich auch so belegen, aber man kann die auch mit anderen Dingen belegen, wie zum Beispiel, ich habe auf die Nummer 1 gelegt, dass ich nach Hause navigiere. Oder wenn man andere Sonderziele hat, keine Ahnung, die Nürburgring-Nordschleife, kann man sich die halt auch auf die Tasten legen. Wie geht's? Man kann einfach über die Navigation dann ein Ziel auswählen. Wenn man es ausgewählt hat, drückt man einfach die Taste, lässt sie lange gedrückt. Das gleiche bei einem Radiosender. Wenn wir da einen Sender ausgewählt haben, dann kann man irgendeine Taste wählen, zum Beispiel die 7. Lässt die gedrückt, wir machen es einfach mal und dann seht ihr da oben, dann hat man es jetzt gespeichert. Ein Trick noch und den kennen, wette ich, die wenigsten BMW-Leute. Wenn man die Taste nicht drückt, sondern einfach nur mit dem Finger drauf stehen bleibt, dann seht ihr da oben, dann zeigt er einem an, was auf diese Taste gelegt ist. Also bei, ich habe hier WDR 2 und wie gesagt, nicht da drauf drücken, sondern einfach nur drüber fahren, also nur berühren und dann kann man angucken, was ist denn bei jeder Taste hinterlegt. Es gibt auch noch das sogenannte Geheimmenü. Wie kommt man da rein und was kann man da machen? Ich zeige es euch. Der Trick ist, ihr müsst den Knopf für den Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten und dann zeitgleich die Zündung einschalten. Wenn wir das dann gemacht haben, können wir über den Taster hier durch das Menü schalten. Man kommt in die einzelnen Menüpunkte, in dem man den Taster drückt und gedrückt hält. Es gibt also hier so einen lustigen Systemtest, dann fahren die Zeiger einmal in die Endposition und alle möglichen LED leuchten auf. Rollenbetrieb, wenn man also eine Leistungsprüfung machen möchte. Eine wichtige Sache, die ich euch zeigen will, ist hier unten die Entriegelung. Das hat nichts mit Abschließen zu tun, sondern man kann hier noch weitere Funktionen dann freischalten. Dazu müssen wir drücken und gedrückt halten. Und dann möchte er jetzt einen Code von uns haben. Und das ist relativ einfach. Man muss die 5 letzten Ziffern seiner Fahrgestellnummer addieren und die Nummer dann hier eintippen. In meinem Fall ist das die 24. Man drückt dann so lange, bis man seinen Code eingestellt hat und dann muss man drücken und gedrückt halten. Und dann seht ihr, sind noch mehr Funktionen entschieden. Man kann sich hier Temperaturen auslesen, da gehe ich auch mal kurz rein. Kühlmitteltemperatur sind 42 Grad, Öltemperatur sind 46 Grad und hier kann man also wirklich über OBD2 wird das dann ausgelesen, im Detail sich Temperaturen anzeigen lassen. Leider kann man sich das nicht kodieren, dass er einem die während der Fahrt anzeigt, aber über dieses Geheimmenü kann man einfach nach irgendeiner Fahrt mal schnell gucken, wie ist denn meine Öltemperatur jetzt gerade. Raus geht man immer wieder, indem man auch wieder drückt und gedrückt hält. Ja, wie kommt man da raus? Einfach Zündung ausmachen und dann ist das Menü auch wieder geschlossen. Weiterer Punkt ist der Tankdeckel. Also wie der aufgeht, ist glaube ich jedem bewusst, aber hier gibt es eine Möglichkeit, den hier oben reinzustecken. Fällt irgendwie auch den meisten Leuten nicht auf, faszinierenderweise. Also man muss den nicht einfach hier so rumbaumeln lassen, sondern kann den hier reinstecken. Dann noch eine Sache, die total verrückt ist und die kennen wirklich die wenigsten Autofahrer und vor allem die wenigsten BMW-Fahrer. Und zwar ist hier so ein Hebel, der hier, wenn man den runterdrückt, dann guck mal, dann geht da oben so ein abgedrehtes Licht an, das blinkt so grün. Und wenn man den nach oben macht, dann geht da oben so ein Licht nach rechts an. Und dieses Teil hier ist der Blinker. Den kann man tatsächlich benutzen, um anderen Autos zu zeigen, möchte ich vielleicht nach links oder rechts abbiegen, möchte ich vielleicht die Spur wechseln. Könnte man sich vielleicht einfach mal angewöhnen, den ab und zu benutzen. Also ich wette, das geheime Feature kennen auch die wenigsten Leute. Ja Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch geholfen vor allen Dingen. Da waren jetzt Sachen dabei, die ihr noch nicht kanntet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und würde mich freuen, wenn ihr hier regelmäßig einschaltet und natürlich auch gerne kommentiert, wenn irgendwas noch total wichtig ist, wo ihr denkt, hey, das musst du unbedingt nochmal berichten oder gebt einfach den Tipp in den Kommentaren, hilft natürlich auch den ganzen Zuschauern. Und dann wünsche ich euch wie immer noch viel Spaß und hoffentlich bis bald auf diesem Kanal.